Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Angespielt-Reihe zum Spiel Foundation. Das Spiel habe ich ja schon mal in der Vergangenheit in einigen Streams gezeigt, aber seitdem ist einiges an Zeit vergangen, einiges an Updates ist den Rhein hinuntergeflossen und wir schauen uns mal die allerneueste Version an, die es zu Foundation gibt und was sich alles in dem Spiel getan hat. Kurzum, es ist ein sehr knuffiges und sehr, sehr süchtig machen, das kann man schon wirklich sagen, Aufbauspiel, das eine Menge Potenzial hat und auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Und wir gucken, wie gesagt, in die neueste Version rein, was sich alles getan hat und schauen einfach innerhalb von 3 bis 4 Folgen, wie weit wir kommen und was wir so mit den neuen Mechaniken machen können. Und ja, Foundation, wenn euch das Spiel interessiert, wenn ihr es euch selbst tun wollt, in der Beschreibung ist der Link mit drin, wo ihr auf die Steam-Seite kommt, wo ihr es erwerben könnt, wenn es euch interessiert. Und wir starten ein neues Spiel und die erste Änderung sehen wir gleich hier. Hier steht noch Beta, aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr hier das Video seht, müsste die finale Version draußen sein. Aktuell spiele ich das hier noch auf dem Beta-Branch. In den nächsten Tagen wird der Release sein und da wird das dann wahrscheinlich vollständig released sein und auch in der normalen Version mit drin sein. Und zwar der Kartengenerator. Original konnte man ja nur zwischen ein paar grundsätzlichen Karten auswählen. Küste, Flusslandschaft, Hügel, Berg und Tal. Und jetzt kann man sich eine komplett eigene Karte generieren lassen. Ich habe schon mal ein bisschen damit rumexperimentiert. Der Kartengenerator funktioniert soweit sehr gut. Vor allem kann man auch wirklich einstellen, wie viel man von etwas haben will. Dass man sagt, okay, ein kleines bisschen weniger Ozean bitte. Vielleicht ein bisschen Bucht mit einfügen, dass man so ein kleines bisschen so einen Strand hat, wenn man mal irgendwas haben will. Ein See ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt mit dabei zu haben. Muss nicht der größte sein, aber so einfach in der Größe ein bisschen was da. Inseln kann man machen, dass welche da sind. Ein paar Klippen sind eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Das sieht doch ganz nett aus. Hügel und Gefälle gefällt, würde ich sagen. Und da haben wir sogar einen eigenen Seed, den wir dann quasi teilen können mit Leuten. Und dann dementsprechend, dass die Leute das genauso nachspielen können. Okay, ich würde mal sagen, das sieht ganz gut aus. Und wir starten einfach mal mit einer neuen Map rein. Ja, keine Mods, das passt. Und ich würde sagen, da das letzte Mal Foundation ein bisschen her ist, auch wenn ich noch Bescheid weiß. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen reingespielt, um nochmal wieder reinzukommen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach nochmal das Tutorial, weil ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verändert seit dem letzten Mal. Ja, ein Neuanfang. Nach einer langen Reise durchs Reich erreicht euer Volk endlich ein neues Land. Euer Land. Gebiete, die zu besiedeln, ihr gebeten wurdet. Regiert nach eurem eigenen Gutdünken. Euer Volk harrt eurer Befehle. Sie sind begierig, euch mit Rat zu dienen, so ihr dessen bedürft. Na gut, dann höre ich mir meinen Ratschlag an. Jawohl, unser erstes Gebiet. Der erste Ratschlag kommt von einem der ältesten eurer Dorfbewohner. Er schlägt vor, euer Hauptaugenmerk auf die Grundbedürfnisse zu legen. Wenn ihr euch niederlasst, Bären für euer Volk, Steine und Holz für den Bau von Gebäuden. Der Rest wird sich schon finden. Alles klar. Und ja, grundsätzlich die Grundmechaniken, Bäume fällen, Holz abbauen, Steine, Nahrungsversorgung, das ist nach wie vor alles gleich. Jetzt mit dem komplett neuesten Update, wenn ihr es seht, kommen unter anderem noch 2 weitere, also neben dem Kartengenerator noch 2 neue Mechaniken dazu. Unter anderem die Fleischproduktionskette, soweit ich das gelesen habe, die ganze Meat Production Chain, also alles, was mit Fleischproduktion zu tun hat. Und es soll wirklich ein Entertainment, ein Unterhaltungssystem geben. Bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht, dass mit der Taverne dazu kommt. Also es gibt auch ein Update, das jetzt quasi die Taverne weiter aufwertet. Und dann natürlich noch die ganzen Versionen, die ich noch verpasst habe zwischendrin. Ihr seht hier, das ist schon 1.94. Also, kurzum, hat sich einiges getan seit dem letzten Mal. Aber gut, bauen wir mal los. Genau, wir müssen erstmal ein Gebiet kaufen. Okay, alles klar. Der Start ist erstmal, wir suchen uns ein Gebiet aus. Schauen wir mal an, was unsere random generierte Map so sagt. Sieht eigentlich echt soweit gut aus. Da haben wir noch ein paar Felsen da. Ja, eigentlich dieses Tal da bietet sich eigentlich an. Es gibt noch ein paar weitere. Wir könnten natürlich auch auf diesen Hügel da siedeln. Oh, der Hügel da gefällt eigentlich auch sehr, aber da sind wir so am Kartenrand. Und hinzu kommt... Ressourcen gibt es da auch ein bisschen. Ich meine, dieses Hügelgebiet wäre auch ganz nett, aber ich glaube, da sind wir schön mittig, da haben wir alles ein bisschen erreichbar. Sowohl die Küste, als auch die Inseln da drüben. Ich würde sagen, das hier sieht ganz gut aus. Starten wir hier. Okay. Einige Mineralvorkommen wurden entdeckt. So, Gebiet ist geclaimed. Jetzt können wir unser Dorfzentrum festlegen, also jetzt unser zukünftiges Stadtzentrum, wo der ganze Spaß dann losgehen wird. Unser Dorfzentrum soll ja mehr oder weniger auch unsere Stadtmitte sein. Deshalb würde ich das einfach mal so etwa hier hinsetzen. Ein bisschen fernab von den Ressourcen, dass wir da auch wirklich so eine schöne Mitte haben. Bereit zum Bauen? Auf geht's!
kleines Warenlager haben wir erstellt. Okay. Wunderbar. Hier haben wir übrigens noch kleine Herausforderungen, also viele kleine Quests, die wir haben, die wir erreichen können. Arbeit organisieren. Der zweite Ratschlag kommt von einer jungen, kühnen Frau. Anstatt, dass jeder für sich selbst sorgen muss, schlägt sie vor, Arbeiter in Arbeitsstätten zu beschäftigen. Baumeistern, Bauhütten, Holzfällern, Bärensammler in ihren Hütten und so weiter. Stell mir manchmal so wirklich vor, dass du einfach so überhaupt, also so null Ahnung hast und da einfach irgendeine Frau kommt, du weißt schon, dass du einen Holzfäller am besten in eine Holzfällerhütte tust, ja? Okay, ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen und nachfragen. Okay, ja, setzen wir denn die Tat um, ist in Ordnung. Dann bauen wir mal eine Bauhütte. Denn mit der Bauhütte können wir bauen. Jawohl. Wie konnte ich nochmal drehen, das Gebäude? Ich habe schon ein bisschen herumgespielt, aber das mit dem Drehen habe ich erstmal nicht gemacht. Wie ging das nochmal? Ich weiß auf jeden Fall, dass es ging. STRG gedrückt halten war es. Alles klar. Ja, wo bauen wir die denn hin? Soll die so ein bisschen fernab liegen? Soll die... Ja, ich würde mal gerne den Platz hier ein bisschen frei halten. Da würde ich mal sagen, komm, die Bauhütte mir einfach mal hierher. Und bauen. So, dann holen wir uns mal ein paar leibeigene Baumeister. Machen wir gleich drei, komm, was soll's. So, Ratschlag ist platziert. Dann machen wir mal die anderen Sachen. Das Holzfällerlager. Das kommt im Idealfall zum Holz. Jawohl, bereit zum Bauen. Den Lärmpegel gibt's nach wie vor. In der Nähe werden sich dann keine Leute niederlassen wollen. Zumindest viel weniger als normal. So. Übrigens, Baumeisterlager ist das einzige, was instant gebaut wird. Hier haben wir übrigens wieder den knuffigen... Ich mag den Look von Foundation einfach irgendwie. Klar, es ist Geschmackssache, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, das passt einfach sehr, sehr gut zu dem Gesamtstil, den das Spiel hat. So, ja, wie gesagt, Baumeisterhütte ist das einzige Gebäude, was wirklich instant steht. Die restlichen Gebäude werden dann aufgebaut von den Baumeistern. Irgendwo muss ich anfangen. Kein Huhn oder Ei. Kein Huhn ohne Ei oder andersrum, je nachdem, wie man es will. Und ihr seht übrigens, dort, wo entlang gegangen wird, entstehen auch mal so kleine, schöne Trampelpfade. Das gefällt mir auch sehr. So, holen wir mal Holzfäller ran. Wir brauchen Holz. So, was ebenfalls wichtig ist, ist, dass wir Nahrung ranholen. Ich meine, für Logistik ist natürlich ein Lager auch noch... Beziehungsweise wird erstmal anderweitig gelagert. Ich kann mich erinnern, dass Lagerplatz wichtig war. So, Abbaugebiete. Ah ja, stimmt, Abbaugebiete, bevor ich es wieder vergesse. Das ist nämlich wichtig hier im Spiel, dass man Abbaugebiete festlegt. Da kann man auch... Und kann man sagen, okay, ihr baut mir jetzt bitte dieses Holz da genau ab. Oh, ich habe ganz vergessen, ich habe ja nur dieses... Oh, ich hätte eigentlich die Holzfällerhütte da drüben bauen müssen. Na egal, wir haben ein paar Bäume für den Start, ist in Ordnung. Passt soweit erstmal. Wir können später noch irgendwo anders ein Holzfäller hinmachen. Dann haben wir das Gebiet geräumt, sehen wir es positiv. Das war alles gewollt. So, dann haben wir jetzt was. Wunderbar, wir haben auch ein Forsthaus. Das können wir dann später machen. Das ist vielleicht dann da hinten. Das klingt nach einem Plan. Aber erstmal gibt es noch eine Sammlerhütte, denn wir haben hier ein paar schöne Bären. Die hätte ich gerne. Ein Kornspeicher zum Lagern ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Logistik haben wir aber nur die Bauhütte aktuell. Frosthaus, Sammlerhütte, Holzfäller, Lager. Okay, lass mal erstmal die Sachen sammeln, würde ich sagen. Die 10 Holz, die wir brauchen, haben wir auf jeden Fall. In der Hinsicht ist alles gut. Übrigens, man kann auch, habe ich mir auch extra geschaut, wo es war, man kann auch Interface ausblenden, wenn man alles ein bisschen genauer und schöner betrachten will. STRG U war genau der Standard-Hotkey dafür. Wird ein bisschen beschaulich Holz gehackt. Ich bin nach wie vor ein Freund davon, ein Spiel einfach im Normaltempo laufen zu lassen. Weil das ist immer das Gemeine bei so Spielen. Man ist immer versucht, die Beschleunigung zu machen und dann spielt man so viel mit Beschleunigung, dann entgeht einem so viel Atmosphäre. Deswegen habe ich es mir wirklich angewohnt, mich selbst zu zwingen, zu sagen, wir benutzen die, wie die hier stehen und planen quasi. Finde ich auch cool. Ich benutze die Zeitbeschleunigung so selten, wie es nur irgendwie geht, weil das einfach, wie gesagt, das ist so eine Angewohnheit, die dir dann ziemlich schnell ziemlich gemein wird, weil du dann irgendwie nur noch effizienzgerichtet spielst und gar nicht mehr auf die Atmosphäre des Spiels eingeht.
Ja, und dann entgehen dann viele Details. Und gerade Spiele wie Foundation leben sehr von so knuffigen Details und von der Atmosphäre, die es verursacht. So, Aufforstung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Genau wie verbotenes Land. Da haben wir die Sammlerhütte, die wird jetzt auch erstmal besetzt. Jawohl! Okay, dann hätten wir als nächstes Nahrungsmittel sammeln. Produziert Bären, da bin ich ja dabei. So, das Zeichenwerkzeug, das kennen wir. Das haben wir schon gesehen, wie das funktioniert. Ja, und sobald das gemacht ist, werde ich eine neue Holzverlöte irgendwo da hinten hin platzieren, zusammen mit dem Förster. Dann haben wir da hinten unser Aufforstgebiet. Ich würde das hier wegfällen, das da drüben würde ich aufforsten, in etwa. Dann haben wir ein bisschen mehr Bauplatz. Genau wie das hier, das müsste eigentlich auch mal weg. Ich glaube, das... Ja, vielleicht warte ich damit noch ein bisschen. Okay. Ja, Nahrungsmittel werden gesammelt. Produziert Ressourcen, wunderbar. Aber ich glaube, legen die... Ich glaube, die legen noch nicht los, weil ich keinen Kornspeicher habe, ne? Da einbauen zu können, wäre ganz cool. Ah. Nein, der klassische Fehler, den ich immer wieder mache. Die müssen mehr zum Abbau freigeben, die Bären. Bitteschön. Jetzt ist alles gut. Läuft. Die bescheidenen Anfänge unserer neuen kleinen Siedlung. Wie nennen wir die eigentlich? Meine letzte Siedlung, die ich in einem Streamjahr gegründet habe, ist auch schon was wieder ein Dreivierteljahr her ist. Habe ich ja liebevoll Prekariatsparkplatz genannt. Das erste Abbaugebiet. Bildwürfnis und Zufriedenheit. Das ist alles in Ordnung. Schauen wir mal. Jetzt, da ihr die Arbeiter beschäftigt habt, könnt ihr nach ihren Bedürfnissen und ihrer Zufriedenheit schauen. Stellt sicher, dass sie Zugang zu frischem Wasser mit einem Wohnhaus haben. Was die Nahrungsmittel angeht, benötigt ihr zuerst Untertanen, die die gesammelten Beeren einlagern und verteilen. Von da an hat euer Dorf alles, was es bedarf, um die erste Welle an Zuwanderung willkommen zu heißen. Alles klar. Dann brauchen wir genau Rohstofflager. Jetzt können wir es bauen. Sehr gut. Schau mal, alle Gebäude. Da haben wir den Speicher. Bauen wir den Kornspeicher mal hier rüber, würde ich sagen. Dann noch ein Lagerhaus, ne? Das ist der normale Speicher. Jetzt will der Lager Steinbruch. Genau, Nahrung und luxuriöse Nahrung. Das ist in Ordnung. Aber für Ressourcen haben wir aktuell noch kein Lagerhaus, soweit ich das sehe. Ist in Ordnung. Bauen wir erstmal... Rohstofflager. Ja gut, so oder so holen wir uns erstmal noch das Stein, was es hier hinten gibt. Ziehen wir es ein bisschen fernab, dass wir dann hier vielleicht noch ein kleines bisschen Bauplatz hier Wohnplatz haben. Der Wohnplatz wäre eine Idee, wenn der vielleicht da hinten ein bisschen ist. So hier in dem Bereich. Und vielleicht so hier außen noch ein bisschen. Und vielleicht auch noch da, wo ich noch freiräumen werde. Und das da hinten wird jetzt eher mein Holzabbau- und Steinabbaugebiet. Aber das da unten erstmal frei zu machen, ist eine gute Idee. Ja, guckt mal eine an, die Holzfälle sind fertig. Gut, dann würde ich mal sagen... Frisch ans Werk hier unten. Da könnt ihr dann gleich weitermachen. So, das wird auch noch gebaut, der Steinbruch. Wunderbar. Ich frage mich, ob der Kornspeicher einfach als Rohstofflager zählt. Ich glaube schon, weil ein normales Rohstofflager kann ich nicht bauen. Das Forsthaus ist bestimmt nicht gemeint. Da wird die Kiste rangebracht. Keine Ressourcen zum Abbau verfügbar. Und gut, erstmal muss der Steinbruch stehen. Zwei stehen noch da. Wir haben jetzt aktuell immer noch nur die Leibeigenen. Soweit ich weiß, in einem der letzten Updates. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, hatten wir, glaube ich, noch das klassische Marktverteilungssystem. Ich glaube, das wurde auch geändert. Aber das werden wir gleich sehen. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass du es auf Märkten verteilen musst, außer mit Luxuswaren. Ich glaube, so Grundnahrungsmittel werden automatisch verteilt, glaube ich. Ich würde mich da gerade aus der Lehne fenstern, wie ich so schön sage. Kann sein, dass es so ist. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich meine, es mal am Rande mitbekommen zu haben. Aber das werden wir gleich sehen. Würde ich sagen. Holzfällerlager ist fertig. Sehr schön. Das heißt, die drei Arbeiter hier können mal weg. Tut mir leid, ihr seid raus.
Aber dafür geht er mir hier rein. Klingt nach einem guten Deal, nicht wahr? So, dann wird hier mal abgerissen. Dankeschön. Aber hier hinten können ein paar Häuser platziert werden, wenn ihr Bock habt. Kann ich schon nicht. Wohnbaugebiet darf ich noch nicht festlegen. So, da ist jetzt mal Ruhe. Aber für Abbau wird mal hier festgelegt jetzt. Macht mir mal die Bäume weg. Hier wird neuer Wohnraum geschaffen. Sehr schön. Nahrungsmittel ansammeln, errichteten Speicher. Weist den Träger zu. Weist während dem Speicher zu. Das sollte nicht das Problem sein. Stofflager, das Lager von Nahrungsmitteln entspeichern. Und Waren im Lagerhaus. Genau, das Lagerhaus wird noch kommen. Aktuell werden die Sachen einfach noch so spontan gelagert. Oh, dieser... Ja, die Sammler brauchen jetzt halt einen Speicher, um da... Ihr dürft gerne mal... Oh, ich brauche Steine. Ah, okay. Ich sehe schon das Problem. Wir bräuchten Bergarbeiter, die mir erstmal die Steine bringen. Okay, so viele Holzfäller brauchen wir gar nicht. Wohl eigentlich schon, ne? Trotzdem, einer der Holzfäller geht mal weg, bitte. Einer der Baumeister geht erstmal weg, zwischenzeitlich. Dafür hätte ich hier gerne noch einen zweiten Bergarbeiter. Und dann noch jemand, der mir dann gleich den Träger macht. So. Hier wird weiter schön gefällt. Wunderbar. Das gefällt. Weiterhin bieten hier entstehen schöne natürliche Trampelpfade. Das mag ich wirklich. Also ich mag wirklich dieses System, dass einfach mit der Zeit Trampelpfade entstehen, dort wo eben viele Leute langlaufen. An sich finde ich es auch allgemein sehr schön, dass du jetzt nicht wie bei Arno oftmals die Städte so akribisch in Quadranten quasi planst und dass das alles wirklich eher so nach klassischer quadratischer Stadtplanung aussieht, sondern dass die meisten Sachen hier natürlich entstehen. Die Wohnhäuser, da suchen sich die Leute selbst den Platz, wo es gut hinpasst, die Trampelpfade, die so entstehen. Ich hatte mir einfach so das Gefühl, das entsteht alles so natürlich und organisch. Übrigens nicht gegen Arno, also Arno ist ein super Spiel. Ich meinte bloß im Sinne von, wie es aussieht, von organisch gegenüber so planerisch, quadratisch. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Okay. Ah, der alte kleine Fehler. Meine Güte, der schleicht sich immer wieder ein. Bitte Stein abbauen. Ich glaube, es gab mal wirklich einen der Streams, da habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 10 bis 20 Minuten lang da gestanden und habe mich... Gut, okay, jetzt nicht im Tutorial oder so, aber ich glaube, irgendwie gab es mal ewig lang eine Stelle, die ich einfach ewig vergessen habe, zum Abbauen freizugeben. Da wird gehackt. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Dann kriegen wir auch hoffentlich bald die ersten Steine rein. Außer natürlich, ich brauche ein gutes Lagerhaus. Das kann ich ja noch nicht bauen. Von daher müssen wir mit den ersten Steinen erstmal so zurechtkommen, ne? Hoffe ich zumindest. Weil irgendwo müssen die ja... Wäre ein kleines bisschen unschön, wenn ich den Speicher nicht bauen kann, weil der Stein... Ja doch, die Steine werden automatisch hingebracht. Finde ich super. Also die werden jetzt erstmal hierher gebracht, quasi zwischengelagert hier bei dem kleinen Zwischending. Und werden dann weiterverarbeitet. Sehr gut. Okay, das ist jetzt einer der Punkte, wo ich mal sage, ganz kurz ein bisschen schneller. Weil jetzt passiert gerade wirklich nichts, bis wir hier das Teil aufgebaut haben. Ein Stein wird reingebracht. Ich habe immer noch einen arbeitslosen Dorfbewohner. So, hier wird weiter produziert, das ist wunderbar. Ich glaube, die haben einfach nur Pausen gemacht, ne? Ja, jetzt wird's rangebracht, sehr schön. Dann haben wir bald den Speicher. Was? Lüfthildes bringt den einen Stein, der noch fehlt.
Sehr gut, jetzt wird er gebaut. Bauber. Dass ich soll. Oh, hier haben wir eigentlich schon jetzt echt gut Platz gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir uns dann auch schon bald überlegen. Den Holzfäller nochmal umzulagern. Könnten wir eigentlich wirklich schon mal machen. Das wird als nächstes Bauprojekt dann angefangen. Dann wird der Holzfäller hier nochmal umgebaut. Ah, ich brauche noch ein kleines bisschen. Der entsteht so Stück für Stück. Der Typ ist auch hochmotiviert, ey. Wahnsinn. Arbeit, Arbeit. So, Stein kommt weiter ins Rollen. Finde ich wunderbar. Die Bauhütte macht weiter ihr Bauding. Wir haben aber immer noch zwei Baumeister. Ich hoffe mal... Also hier bitte Priorität aufs Höchste setzen. Die Holzverlöte kann noch ein bisschen warten. Das ist nur eine Umplatzierung. Stück für Stück wird der Speicher. Okay, dann machen wir es auch nochmal ganz kurz, kleines bisschen. Zack, zack, zack. Wird's mit diesem Mal? Jawohl, sehr schön. Ja, da hätten wir den Kunstspeicher. Da können wir jetzt einen Träger zuweisen und eine Ressource zuweisen mit den Bären. Die dürfen jetzt hier reingelagert werden. Ja, wunderbar, dann hätten wir's. Hey, ich habe 100 Münzen bekommen als Belohnung. Beziehungsweise, nee, das ist Einfluss. Das war der Einfluss, stimmt. Okay, Wohngebiete. Das haben wir jetzt auch. Dann machen wir mal Wohngebiet. Hier kommt er dann weg. Attraktivität ist leider trotzdem immer noch niedrig, aber das ändert sich hier nirgendwo. Das heißt, wir werden jetzt trotzdem einfach mal sagen, hier dürfen sich die Leute ansiedeln. Ein bisschen so fernab vom Stadtzentrum. Also hier ist das Stadtzentrum, was ich noch behalten will im Idealfall. Die Häuser kommen so ein bisschen außen rum, sagen wir es mal so. Und dann natürlich hier, sobald der Holzfäller stört. Oh, da steht schon. Warten wir noch kurz, bis die Bäume hier gefällt haben. Dann ist hier so noch ein kleiner Zierbaum, was so ist. Okay, dann mal bitte. Weg mit euch beiden. Und ihr kommt mal hier hoch. Hier wird jetzt weiter abgebaut. Ich werde dann da hinten auch das Aufforstungsgebiet festlegen. Aber wir bauen erstmal hier ab. Klingt nach einem sehr guten Plan. Wunderbar. Läuft. So. Dann warten wir mal, weil ich den Fehler habe ich auch schon auf die harte Tour gelernt. Wenn ich das Ding jetzt einfach abreiße, sind die hier gelagerten Holz... Balken quasi verloren. Das habe ich, glaube ich, letztens auch schon. Oh, da kommen die ersten Häuser. Wunderschön. Und dann kommen die ersten Leute dazu. Können wir noch mal einen Baumeister zuweisen? Dann geht das alles ein bisschen... Na, Mist, wir haben keine freien Dorfbewohner mehr. So, Bären. Aber ich glaube, die werden jetzt mittlerweile automatisch verteilt. Ich glaube, es gibt dieses Marktplatzsystem nicht mehr. Oder es gibt es doch noch. Aber warten wir erstmal. Kauft er. Oh, ich muss auch ein neues Gebiet kaufen. Dann waren es vielleicht doch Münzen? Bin gerade unsicher. So, neues Gebiet kaufen, ja. Es ist halt jede Menge Wald um mich herum. Dieses Gebiet hätte nochmal Bären für mich. Und nochmal Stein. Dieses Gebiet hätte halt vor allem Wald. Ich glaube, ich möchte nicht in dieses Gebiet weiter ausbreiten. Das gefällt. So. Bedürfnisse der Bewohner. Schalte die Sichtbarkeit der Zonen ein. Das weiß ich auch noch. Man konnte das, soweit ich weiß, nicht hier. Sichtbarkeit. Genau, die Attraktivität, die ist hier sehr schlecht, weil hier Industrie ist. Fruchtbarkeit, ja, da haben wir genug. Ich glaube, das da hinten könnte ein schönes Getreidefeld werden, wenn wir so weit kommen.
Mineralien. Die Zonen haben wir hier und die Grenzen. Okay, alles klar, passt soweit. Ich glaube, die Sichtbarkeit, so wie es hier ist, passt soweit. Ich weiß ja, aktuell kann ich mich gut erinnern, wo meine Zone ist. So, ein Brunnen. Der ist ja, glaube ich, wichtig in der Nähe von... Versorgt die Dorfbewohner mit Wasser. Ich glaube, der ist wichtig hier bei den Wohnhäusern zu haben. Der verbessert, glaube ich, auch die Attraktivität, soweit ich mich erinnere. Ja, guckt mal dahin. Dann würde ich einen Marktplatz errichten und da würde ich die jetzt wirklich wieder zum Dorfzentrum hinmachen. Das passt eigentlich ganz gut. So, die Mörderinfektion, Marktplatz. So, ein Lebensmittelstand. Wisst ihr was? Ich würde sagen, der wird gleich mal so platziert, dass der hier Lebensmittel anbietet, gleich in der Nähe vom Kornspeicher. Da hat er den auch kurzen Laufweg. Da stehen die ersten Häuschen. Und obwohl es die gleiche Größe ist, unterscheiden die sich ein bisschen. Da hat so eine schöne Leiter angelehnt, ein anderes Fenster. Ja, ich muss sagen, die random generierten Maps sind auch nicht schlecht tatsächlich. Da hat man auch nicht immer quasi das Gleiche. Man kann sich da wirklich komplett selbst zusammenstellen, was man gerade haben will und bebauen will. Die sind auch nicht ganz so riesig, wie ich das gemerkt habe. Die vorher erstellten, die waren ja riesig groß. Das ist eine Größe, wo du sagst, okay, dieses Land mache ich mein eigen. Okay. Ich glaube, ich mache doch mal lieber die Territoriumseinstellung. Ich meine, ich kann es ja so oder so das Interface ausblenden, wenn man ein bisschen... Obwohl, doch, das bleibt so noch eingeblendet. Aber erstmal passt es soweit. Ja, sind wir auch so 25 Minuten drin. Das so 40 Minuten Folgen hatte ich schon geplant. Und daher haben wir da echt noch ein bisschen Zeit. So, der Marktplatz. Haben wir schon erste Zuwanderung? Noch nicht, ne? Ja gut, dann natürlich ein bisschen schwieriger. Also es ist doch so, dass wir im Lebensmittelmarkt hier die Bären brauchten. Okay, dann hat sich das doch nicht geändert. Ich hatte da irgendwie noch was anderes im Hinterkopf, aber gut, zum Glück hatte ich mich da jetzt nicht komplett drauf festgelegt, sondern gesagt, okay, es könnte sein, dass es so war. Ich würde mal einen der Bärensammler tatsächlich wieder wegbringen. Und der kann mir jetzt mal die Bären verkaufen. Du bist jetzt der Händler, genau, der holt sich jetzt ein paar Bären und baut das bei seinem Marktstand auf. Der hat auch schon ein bisschen Fisch und Brot dabei. Das ist aber alles Deko, das ist Wachsfisch und Wachsbrot. Frische Bären, direkt gepflückt. Ungenügende Unterkunft. Ja, okay. Ah, stimmt, ich muss erstmal Unterkunft für die bestehenden bauen. Und dann noch... Das jetzt... Ja gut, okay, jetzt ist es nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt machen wir mal hier unten noch ein bisschen. Hier bitte mal. Da wird gerade rausgebracht. Komm, machen wir es mal weg. Ja, bitte weg damit. Denn ich hätte jetzt gerne hier unten noch extra Wohngebiet festgelegt. Ich meine, hier könnte man natürlich auch ein bisschen weiter sagen, dass noch was hinkommt. Das ist nicht die allerhöchste Attraktivität, aber gut genug. Ja, der Brunnen hat das echt ein bisschen verbessert, soweit ich das sehe. Und hier dürfen auch Leute sich ansiedeln. Ja, vielleicht nicht ganz so nah ran. Ein bisschen, das nicht, dass sich jetzt jemand ein Haus direkt neben dem Grundspeicher baut. Es gibt einen oder anderen Günther, der würde das machen. Nicht, dass ich einen kennen würde. Mal guck mal, wie schnell die ersten Häuser da sind. Da wird nicht lange gefackelt. Erst recht, wenn der Kalif hier einzieht. Da wird erst recht nicht lange gefackelt. Okay. So, ansonsten ja Bedürfnisse, genau, der Brunnen, der ist doch nicht fertig, oder? Ne, der ist noch nicht fertig, oh. So, die Zufriedenheit, Verfolgung.
Aufwertung erlaubt, Verdichtung erlaubt. Verdichtung von Wohnhäusern. Ach, dass sie umgewandelt werden. Also zum Beispiel, dass die Häuser sich aufwerten automatisch und dass sie noch abgegradet werden. Ja, das dürfen sie ruhig selber machen. Ja, da ist jemand ganz, ganz gespannt drauf, was hier bald entsteht. Das ist ein kleines bisschen... Also ganz ehrlich, wenn ihr auf die Straße geht und da steht jemand... Stellt euch vor, ihr macht die Haustür auf und der Typ steht genau mit diesem Blick so davor und hat einfach nur gewartet, dass ihr rauskommt. Ich glaube, ihr macht die Tür gleich sehr schnell wieder zu. Ja, wunderbar. Geht alles voran. Ich glaube, wir machen nochmal ganz kurz eine Beschleunigung. Immer nur zwischendurch, um kleine Engpässe zu vermeiden, wie gesagt. Ansonsten passt das eigentlich. Der Brunnen ist gebaut. Einwanderung fördern. Ich muss dafür sorgen, dass das Dorf alles, was neu... Okay, es ist gar kein Textfenster mehr da. Alles hat, was Neuankömmlinge benötigen, um einzuwandern. Ein Dorfwohner im Beruf, das habe ich auf jeden Fall auf Zufriedenheit auf 75 erhöhen. Okay. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich noch mehr Brunnen. Würde ich zumindest so spontan schätzen. Aber hier jetzt ein Brunnen, da haben wir da einen Brunnen. Dann ist natürlich die Frage Zufriedenheit. Wahrscheinlich durch die Nahrung. Die geht automatisch hoch. Nahrung, Wasser, Minus, aber das wird sich jetzt bald ja ändern. Nahrungsbedürfnisse sollten eigentlich gestillt werden. Und Wasser, jetzt wo der Brunnen steht, das sollte jetzt eigentlich automatisch hochgehen. Wow. Ich hoffe, euch ist es jetzt nicht zu langsam, wie ich spiele, für den Fall, dass ihr jetzt einfach nur sehen wollt, was ich getan habe. Aber ich finde, ein großer Teil von Foundation macht einfach dieses langsame Aufbauen. Man hat einfach mehr das Gefühl, dass das einfach so Stück für Stück organisch entstanden ist, wenn man das so schön langsam mitbeobachtet, statt es einfach nur zu beschleunigen. Wunderbar. Ich denke mal, das ist auch genau der Spielertyp, den Foundation eigentlich anspricht, weil, ja, natürlich erreicht man schneller sein Ziel, wenn man jetzt alles beschleunigt und maximal effizienzgetrimmt baut, aber ich finde, da geht ein großer Teil vom Reiz des Spiels verloren. Das Spiel spricht eigentlich eher für die Spielerschaft, die sich langsam organisch was aufbauen will. Und die eher die Ruhe mitbringt, ein Spiel so zum Abschalten sucht, einfach nur so Zen-Effekt, einfach anschmeißen und ein bisschen abschalten und dem Dorf beim Wachsen zugucken. Fast so spannend wie beim Gras. Und Legalisierungen hinterher? Ich rede immer noch von dem Zeug hier. Das Grüne. Okay, das andere ist auch. Also, das, was einfach ganz normal auf der Wiese wächst. Und ich meine nicht das Oktoberfest. Hey, wir haben jetzt, glaube ich, diese... ich brauchte 75. Aber wenn wir dann die ersten Leute haben, dann können wir jetzt echt ein paar mehr Jobs besetzen. Den dritten Holzfäller. Steine passen eigentlich mit den Zweien. Bären passen auch erstmal noch. Wohlgemerkt erstmal noch. Ich bekomme auch wirklich Münzen rein. Ich bekomme wahrscheinlich wirklich eine... Bekomme ich so eine Art Steuereinnahmen? Vom Handel profitieren. Euer Volk möchte euch bei der Gründung der Siedlung helfen. Ein geschäftstüchtiger Dorfbewohner schlägt vor, dass ihr eine Handelsroute zu eurem nächsten Nachbarn Nerfbury errichtet. Dies wird es euch erlauben, Ressourcen zu verkaufen und Waren zu importieren, die ihr nicht selbst herstellen könnt. Ihr solltet mit Brettern beginnen, da Nerfbury diese braucht. Okay. Dann gibt's Bretter. Bretter dem Lagerhaus. Da brauchen wir erstmal ein Lagerhaus, ne? Und wenn wir dabei bleiben, dass wir fürs Lagern... Ich glaube... War das, hat das Lagerhaus nicht auch? Wo war denn das Lagerhaus jetzt? War es doch bei der Ressourcenproduktion einfach dabei? Das ist ein Sägewerk für die Bretter, ja.
Aber wo war das Lager? Ah, erstmal im Fortschritt im Eimer nacherwerben. Gut, dass ich nachgelesen habe. Gebäude. Hier haben wir übrigens eine komplette Übersicht. Welche Leute haben wir? Wo sind die Gebäude? Wie viele Arbeitsstand haben die? Was gibt's an Nachbarn zum Handeln? Oh, da gibt's auch was Neues, ne? Damals hat es, glaube ich, nur 3 Gebiete gegeben. Wirtschaft, Fortschritt. Da haben wir das Lagerhaus. Freischalten, bitte. Holzbrücke, Fischerhütte. Da ist die Schlachtung. Das müsste das Neue. Genau, damals waren die Wildschweine, soweit ich weiß, die konnte man auch jagen. Da konnte man so ein Wildgebiet machen. Aber das war, glaube ich, nur als Luxusgut. Mittlerweile gibt es das auch als reines Lebensmittel für die Schlachtung. Das schauen wir uns dann auch noch an. Zierelemente, das ist dann für später was. Erstmal machen wir erstmal das Lagerhaus. Das passt erstmal soweit. So. Lagerhaus, ja, wie ich es mir dachte, das hat noch einen Lärmfaktor gehabt. Das heißt, ich setze das Lagerhaus wirklich mal hier hinten hin. Gleiches gilt auch für das Sägewerk, was hier noch entstehen wird. Um Bretter herzustellen. Das wird mal hier aufgebaut, das liegt dann so direkt zwischen der Holzfällehütte und dem Lager. Und alles ist gut. Neueinkömmling bittet um eine Audienz. Oha. Ach, die Leute, die jetzt... Ah. Damals sind die einfach automatisch reingekommen. Jetzt müssen wir die auch wirklich aktiv eingelesen. Es ist gar nicht mal so schlecht für den Fall, dass du gar nicht willst, dass so viele Leute reinkommen. Dass du sagst, nee, ihr wartet doch ein bisschen. Bitte, bitte die Nummer 367.000 ziehen und hinten bei der Schlange anstellen. 367.000. Der Schlange ist nur ein einziger weiterer. Der hat eben die Nummer 366.999. Die anderen Nummern waren einfach alle Platzhalter. Müsst aber trotzdem so lange warten, als wäre es die Nummer. Viel Spaß. So, ja, das Lagerhaus ist in der Aufbau. Das passt soweit. Dann noch Bretter. Jetzt haben wir auch 2 Arbeiter mehr, aber jetzt möchte ich mich nicht übertreiben, weil wir müssen ja schon Lagerhausarbeiter und gleich noch das Sägewerk besetzen. Von daher kann ich die halte ich mir mal gerade warm. Oh, da kommen neue Wohnhäuser. Eigentlich hätte ich den Brunnen ein bisschen weiter hinten bauen sollen, jetzt wo ich drüber nachdenke. So, dass es die Häuser allesamt erwischt. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt, ich mache hier jetzt einfach einen Brunnen hin und der wird dann einfach wieder abgerissen. Wir wollen ja nicht eine ganze Brunnenstadt haben, aber so passt das eigentlich dann. Sollte dann nochmal die Attraktivität hinten ein bisschen erhöhen. So, hier, dann gucken wir doch mal. Stein läuft. Manchmal ist es auch schön, einfach optisch zu gucken, ob alles funktioniert. Klar könnte man es auch einfach über die Tabellen machen, aber einfach mal selbst auszuspähen, ob alles so läuft, wie es laufen soll, ist doch auch was Schönes. Da wird sich Wasser geholt. Gut. Dann schauen wir mal, dass das Lagerhaus errichtet wird. Und natürlich die Sägemühle für die Bretter. Also an sich gibt es hier schon einige komplexere Produktionsketten, aber für alle Leute, die ein bisschen Angst haben vor solchen Spielen... Ich für meinen Teil spiele jetzt auch nicht allzu häufig allzu komplexe Wirtschaftsspiele. Foundation führt einen sehr, sehr schön langsam heran, was das angeht. Gerade mit diesem Tutorial kann man eigentlich nicht sehr viel falsch machen. Aber allgemein ist das Spiel, das ist halt tatsächlich so ein Spiel, das habe ich damals schon rausgefunden, es ist nicht ein Spiel, das dir die ultimative Challenge geben will, im Sinne von Survival Challenge und das geht irgendwas den Bach runter und dein Dorf stirbt aus quasi. Hier hat man unglaublich viele Sachen, die einen so den Hintern retten, wenn man was falsch macht. Also hier kann man kaum was falsch machen, man kann nur Sachen mehr oder minder stärker oder weniger stark richtig machen, wodurch man eigentlich selten in eine richtige Sackgasse reinfährt. Also ist das wirklich so ein schönes Chill-Spiel, wie gesagt, weniger für die Leute, die jetzt so die Aufbau-Überlebens-Challenge haben wollen. Und dem, was es sein will, macht, ist es sehr, sehr gut.
Okay. Neuankömmling, wunderbar, da haben wir wieder jemanden. Jetzt haben wir drei Leute sogar frei. Dann würde ich mal sogar hergehen und sagen, wir hätten gerne noch einmal Holz mehr. Holzer. Und dann können wir uns dann eigentlich auch noch um den Förster kümmern. Oh mein Gott, wir brauchen jetzt schon... Das ist ja gemein. Wir brauchen jetzt schon Bretter fürs Lagerhaus. Ah ja, ich verstehe. Das ist nicht so cool. Was ich aber auch gerne noch gemacht hätte, wäre das Forsthaus. Dann haben wir alles Holzige kombiniert. Lüfthildes ist wieder am Bauen. Aber Lüfthildes ist deine Hüfte. Oh, ein Haus wird umgebaut. Oh Gott. Junge, baut das nicht so nah ran. Die Leute müssen hier noch durchkommen. Andererseits, ich glaube, dafür könnte man noch eine Autobahn darüber ziehen, so. Eine Hauptverkehrsstraße. So, Sägewerk wird gleich mal besetzt, dann kriegen wir die ersten Bretter. Machen wir gleich nochmal ein bisschen Brett mehr. Ein Neuankömmling, ja wunderbar. Ah, nicht nur einer, drei Stück kommen da. Vom Kartenrand. Okay, ja, jetzt hat es wirklich in das andere Haus reingebaut. Aber passt schon. Nachbarschaftsliebe und so. Man kommt immer noch hier durch. Oder hier außen. Vielleicht nennen sollen. Okay, noch weiter außen dann. Dann müssen wir noch ein Land dazu kaufen. Das schaffen die Leute schon. Ja, ich glaube, wir können mal wieder runter. Wie gesagt, nicht den Fehler machen, zu lange auf dem hohen Spieltempo zu bleiben. Ich meine, jeder kann spielen, wie er will. Das ist etwas, was ich für mich einfach entdeckt habe, was nicht schlecht ist, sich das abzugewöhnen. So, drei neue Leute. Superb. Dann stehen hier noch Lager und Forsthaus. Die ersten Bretter werden gesägt. Schauen wir doch mal ein bisschen. Ich glaube, da mag es jemand nicht, wenn man zuguckt. Ja, überlegen, möchte ich noch jemanden ins Sägewerk ziehen? Andererseits, das hätte ich dann wahrscheinlich einen zu hohen normalen Holzverbrauch. Ich habe einen Ertrag von 10 in der Produktion und einen Ertrag von 6. Ja, wenn ich jetzt noch einen zuweise, wären wir locker bei 9. Und dann hätten wir fast gar kein normales Rohholz mehr. Ein bisschen was hätte ich da schon gerne noch. Da wird gesägt! Wunderbar. So, was sagt denn unser Fortschritt? Sieht soweit alles gut aus. Das Lagerhaus ist so gut wie fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bretter. 6 Stück sind schon da, die weiteren kommen noch dazu. Und da werden schon die Ressourcen geholt zum Bauen des Lagers. Alles so, wie es sein sollte. Das Forsthaus ist auch bald fertig. Das Rohholz ist schon... Ne, das Rohholz braucht es gar nicht. Es braucht nur Steine und Bretter. Ach, guck mal an. Das ist sogar noch die Vorstufe. Ich habe bis jetzt immer nur das Sägen gesehen, aber hier werden tatsächlich die Baumstämme ein wenig entrindet und schön quadratisch gemacht. Wollen wir ihr sagen, dass sie ihren Hammer verloren hat und wir mit der Hand den Rest aufklabaustert? Ich glaube, sie findet es schon irgendwann selbst raus. Etinoette.
Ethionette. Ethionette halbe Stunde, oder? Die guten alten Austin Powers Witze. So, warten wir mal, bis das Lagerhaus steht. Aber ich muss sagen, der Grafikstil ist wie gesagt simpel, aber ich finde, das Spiel erzeugt sehr, sehr schöne Dorfpanoramen in der Hinsicht. Schaut dort alles sehr schön lauschig und bescheiden aus. So, Forsthaus ist jetzt auch da. Aber ich warte mit dem Forst noch ein bisschen. Erstmal kann hier noch ein bisschen Bauplatz gemacht werden. Ich find's cool, wie dieser Zierbaum noch... Wisst ihr was, den lassen wir jetzt. Diesen lassen wir. Das ist ein Zierbaum. Der bleibt. Ah, der Brunnen hier steht. Gut, dann können wir den mal abreißen. Dankeschön. Brunnen im Hinterhof. Nice. Wie weit hält der Brunnen eigentlich? Oh Gott. Wir haben es, oder? Ne, wir haben es nicht. Was ist jetzt das Problem? Ach nee, ich glaube, es kamen neue Leute, oder? Es kann aber auch auslaufen. Ich darf die nicht zu lange wachsen lassen. Vor allem, ich darf die nicht zu lange warten lassen. Ich glaube, wir machen mal das Wohngebiet noch ein kleines bisschen größer. Da ist eigentlich noch ein bisschen mehr drin. Vielleicht baut ihr doch noch ein Häuschen hin oder so. Das nächste jetzt gleich so quer da rein oder so. Am besten die Tür zubauen von irgendjemandem. Ich glaube, da wird schon beim Spiel schon dran gedacht, dass das nicht passiert, ne? Hier kommt man überall noch durch. So, dann haben wir jetzt jeden Augenblick hier noch das letzte Brett. Eigentlich haben wir auch 4 Bretter verfügbar. Ich glaube, wir könnten mal wieder einen Baumeister dazu ziehen. Wenn wir extra nochmal jemanden bekommen. Guck mal mit rein. So, alles mal ein bisschen schneller gehen, bitte. Wo sind denn meine Baumeister? Können wir, glaube ich, auch tracken. Da haben wir es doch. Ja, ich glaube, die machen jetzt genau das, was benötigt wird. Wird das Brett geholt und es wird fertig gebaut. Wunderbar. Man muss nur mal kurz rangucken. Gualdrada ist am Bauen. Ach, die liebe Zeit. Jetzt ist die Zeit aber ziemlich schnell vergangen. Jetzt sind wir schon bei fast 50 Minuten. Okay, wunderbar. Dann haben wir das Lagerhaus gebaut. Die ersten... Ja komm, wir werden jetzt noch schnell die Bretter zuweisen. Bretter. Von mir aus auch Rohholz. Darf da auch mit rein. Dann brauchen wir noch die Träger. Und noch 2 Arbeitslose. Machen wir noch einen Träger mehr. Und ja, wie es weitergeht und wie wir die Handelsroute planen, das würde ich sagen, sehen wir dann bei der nächsten Folge. Ich würde mal... Wir können auch passieren, ne? Wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und genau hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, ein paar Parts habe ich noch geplant, so zwischen 3 und 4. Wahrscheinlich werden es 4, bis wir dann auch alles gesehen haben, auch so Fleischproduktion etc. pp. Und mal wieder schön reingeschaut haben in die Version. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß zuzusehen, wie es mir mit den Spielen macht. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, ist der Steam-Link in der Videobeschreibung. Es ist auch eine kleine Kooperation mit den Entwicklern des Spiels, die mir auch die Version zukommen lassen haben. Und ich meine, das ist eine offizielle Version, aber die versorgen mich auf jeden Fall mit gut an Infos und allerlei Unterstützung. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder.